Wenn ich das reinnehme, dann ist vorbei. So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein weiteres Sneaker-Pack-Opening. Und zwar war ich am Wochenende auf der Sneakerness 2016 in Köln unterwegs. Und wie die ein oder anderen von euch schon mitbekommen haben, habe ich mal wieder zugeschlagen. Ich weiß, es ist mal wieder ein Yeezy Boost 350 V1 diesmal. Und ich dachte einfach, dass wir das Ganze hier vor der Kamera auspacken. Und ich euch erkläre, warum ich mir genau diesen Sneaker hier ausgesucht habe. Bevor das Video losgeht, möchte ich mich aber auf jeden Fall bei allen Leuten bedanken, mit denen ich auf der Sneakerness ein bisschen reden konnte, mit allen Zuschauern, die mich angesprochen haben. Ich fand es einfach richtig nice, so Leute aus den Kommentaren mal in Real Life kennenzulernen. Ist einfach eine krasse Erfahrung für mich. Und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen gehen Grüße raus an euch an dieser Stelle. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Ich würde sagen, dass wir uns die Tour um die Verpackung vom Yeezy Boost jetzt ganz einfach mal sparen, weil es ist mittlerweile fast so ausgelutscht wie der Schwanz von deiner M. Spaß beiseite, Jungs, ihr wisst Bescheid. Nein, ich denke wirklich, dass der Karton vom Yeezy echt langweilig ist mittlerweile. Deswegen machen wir das Ganze einfach auf und sehen hier auch schon die Rechnung vom Yeezy Boost, was beim Resell immer relativ wichtig ist, damit man weiß, dass man nicht abgezogen wird. Deswegen haben wir hier die Rechnung und weiter im Text hätten wir dann hier die Folie, die den Schuh in der Verpackung... Was war das für ein Geräusch? Alles klar. Die den Schuh eben in der Verpackung so ein bisschen schützen soll, dass er nicht kaputt geht. Und wenn wir das Ganze dann aufklappen, sehen wir auch schon den eigentlichen Sneaker an sich. Und zwar hätten wir hier den Adidas Yeezy Boost 350 V1 Pirate Black aus dem Jahre 2016, also der zweite Release vom Pirate Black. Und ich würde sagen, dass wir das Ganze jetzt auch nochmal vervollständigen und den zweiten auch noch rausholen. Das wäre der hier. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, ist halt ein Pirate Black. Und die Box von dem Schuh machen wir einfach mal zur Seite, damit die uns hier nicht stört. So. Und zum Pirate Black an sich kann man eigentlich nur sagen, dass es in meinen Augen der beste Sneaker ist von den Yeezy Boost V1, weil ich einfach finde, dass der Colorway richtig elegant aussieht und sehr detailliert durch die Textur. Ich meine, das haben die anderen Yeezys ja eigentlich auch, also die anderen V1 und auch V2er so, aber ich finde einfach, dass das Ganze hier bei dem so ein bisschen dezenter ist, nicht ganz so krass auffällt und einfach sehr, sehr gut matcht. Ich weiß nicht, gefällt mir einfach sehr gut und auch, dass die Schnürsenkel dunkelgrau sind und nicht schwarz oder sowas, sieht einfach richtig chillig aus und ist in meinen Augen somit der beste Colorway, weil der Turtle darf, in meinen Augen viel zu teuer ist. Ich meine, der ist nicer als der Pirate Black, will ich gar nicht abstreiten, aber 2000 Euro neu hat er auf der Messe gekostet. Das sehe ich einfach nicht ein und auch gebraucht hat er 850 gekostet und ich habe mich auch hier entschieden, den da zu rocken, weil ich einfach den gegen meinen V2 getauscht habe, gegen meinen V2 Beluga und ich finde einfach, dass der sehr, sehr viel chilliger ist. Die Silhouette vom V2 gefällt mir eigentlich besser, aber ich finde, dass die Silhouette hier am Fuß besser aussieht. Also wenn man den V2 hier so hinhält, gefällt mir der V2 besser, aber der V1 gefällt mir on-feet ein bisschen besser als der andere eben. Und was mir auch richtig gut gefällt, ist eben hier das Wildleder-Patch. Das hat man beim V2 auch nicht, fehlt mir da so ein bisschen, ehrlich gesagt. Und ich finde einfach, dass der Pirate Black ein sehr chilliger Sneaker ist und er sieht auch gerade mit einer blauen Jeans kombiniert auf jeden Fall nice aus, kann man sehr gut rocken in meinen Augen und ist auch sehr bequem. Und ich habe den jetzt schon ein paar Mal angehabt, deswegen ist er schon ein bisschen abgenutzt. Ich habe den auch nicht neu gekauft, sondern auch schon ein bis zwei Mal getragen, würde ich sagen. Also der war nicht komplett neu, als ich ihn getragen habe, weil es einfach in meinen Augen unnötiges Geld ist. Man kauft sich einen neuen Yeezy und zahlt dann deutlich mehr. Wobei man ja sowieso vorhat, den zu tragen und dann macht es ja eigentlich auch keinen Unterschied, ob der jetzt ein, zwei Mal getragen wurde. Und den habe ich in Köln angehabt, deswegen ist er schon leicht abgenutzt. Aber als ich den eben gekauft habe bei dem Händler, war das Ganze eben relativ neu und sah sehr nice aus. Und ich finde auch so, ich meine, Schuh ist zum Laufen da, auch wenn er sehr teuer oder limitiert ist oder was weiß ich. Man muss ja nicht direkt Fußball spielen mit den Yeezys, aber ich finde einfach, dass es in meinen Augen unnötig ist, die irgendwie aufzubewahren und aufzuheben, außer vielleicht man hat einen originalen 750 OJ, dann vielleicht mit Rechnung und allem drum und dran, dann sollte man ihn vielleicht aufheben, allein aus wirtschaftlichen Gründen, aber ich meine einfach, dass man den auf jeden Fall nice rocken kann und ich wollte eigentlich den Oxford Tan kaufen, das war so mein ursprünglicher Gedanke. Und ich fand den auch so auf der Messe extrem nice, als ich ihn gesehen habe, den Oxford Tan oder Oxford Tan. Da gibt es ja auch ganz viele Leute, die ihn ganz anders aussprechen, den Schuh. Aber ich habe dann den Pirate Black gesehen und es gab dann gegen Ende auch gar keinen anderen Oxford Tan mehr auf der Messe, der mir gefallen hat, beziehungsweise keinen, der von der Condition so gut war, dass er mir gefallen hat. Und ich finde sogar rückblickend ist der Pirate Black sogar die richtige Wahl. Ich versuche euch noch ein paar Onfeeds von dem Schuh einzublenden. Und ich wollte euch einfach so ein bisschen erklären, warum ich den gekauft habe, warum ich den Schuh feiere. Ich habe auch noch einen weiteren Sneaker von der Sneakerness mitgebracht. Also es war nur der erste Teil quasi von dem Sneakerness Haul, so in Anführungsstrichen. Und wenn ihr Lust auf das Video habt, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann mache ich vielleicht dann eben auch den zweiten Teil von dem Video. Ist auch ein sehr besonderer Sneaker, der erst neulich rauskam. Aber ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.